Ja, das Entscheidende ist, dass der Nutzer durch diese App durchgeleitet wird. Das nennt man in der Fachwelt auch User Experience, also wie er letztendlich von einem zum nächsten Punkt kommt. Und das ist nicht nur ein Design-Thema, sondern es greift viel tiefer heutzutage ein. Und es geht vielmehr auch um eine gewisse Art der Psychologie, versuchen herauszufinden, was möchte der Nutzer als nächstes machen und wie bringt man ihn am schnellsten und schönsten zum Ziel.